Ja, hallo, wieder bei Demon World 2. Der Comic. Ich meine, im Prinzip konntet ihr schon, wenn ihr das Video angehalten habt, das vorige, da bin ich ja, glaube ich, schon einmal durchgescrollt, konntet ihr den quasi schon lesen, wenn ihr wolltet. Aber ich lese ihn jetzt auch nochmal vor, weil ich ihn auch selber jetzt nachvollziehen will. Emessa, Hauptstadt des Imperiums. Kriegen wir ein bisschen Hintergrund mit hier. Story Norbert Beckers, Bleistift Henrik Fetz, Tusche Henrik Fetz, Mining House. Also ich finde, das ist schon gut gezeichnet. Also kann durchaus mit anderen Comics mithalten auf den ersten Blick. Ich habe ja bei Demon World 1 war ich nicht so super von dem Design. War ich ja nicht unbedingt so begeistert, aber das Comic jetzt hier und auch bei dem Spiel ist nicht alles so, dass man total beeindruckt ist jetzt von der Optik, ne? Na, zumindest die Gebäude waren gut. Wenn ich das Gesicht hier jetzt sehe, bin ich mir nicht so sicher, ob das alles so mit der Perspektive hinhaut. Es wirkt irgendwie alles ein bisschen, als hätte man so einen Grafik-Morph-Filter da benutzt und das Gesicht ein bisschen verzerrt. Oder vielleicht soll er einfach nur so ein dickes, rundliches Gesicht haben. Wobei der Rest, so die Licht und Schatten sind schon nicht schlecht. Es wäre gewiss für uns alle hilfreich, wenn ihr nicht länger in Rätseln sprechet. Sela geht. Das ist der Zauberer. Mürrischer Blick. Prüfender Blick. Demir. Das ist also offensichtlich der König. Rätsel, mein Fürst. Die alten Chroniken sollten euch geläufig sein. Das ist nicht so ganz einfach für mich zu lesen, ja. Das ist nicht so super scharf. Weiß nicht, wie das im Video rüberkommt. Ihr meint die alten Ammenmärchen, die von den Waschweibern erzählt werden, um die schreiende Brut ruhig zu stellen? Oh nein, Lehensherr, wir haben bereits erfahren müssen, was jene uralte Macht zu bewirken, Mächte zu bewirken vermögen. Ich kann die Pünktchen bei den Äs und Os kaum lesen. Unser junger Kriegsherr weiß, wovon ich rede. Ach, der ist immer noch jung, nach all der Zeit. Skeptischer Blick ebenfalls. Wenn ihr den Eisdämonen meint, Sela geht, so ist die Antwort, ja, ich habe ihn und seine Macht gespürt. Das ist quasi wie bei den Jedi. Spüren die Macht. Und nur die alten Magien halfen uns damals, ihn zu vernichten. Das sind immer die alten, nie die neuen. Bumm! Okay. Kleiner Rückblick, hm? Als wir vor den Toren des verfluchten Xeribodai gegen ihn antraten, wäre es beinahe unser Tod gewesen. Das ist ja mal ein edler Thron hier. Mit Engelsflügeln und sanften Kissen hier. Ist der Thron zu groß für ihn oder ist er nur so in den Sessel gerutscht hier? Habt ihr euch jemals Gedanken darüber gemacht, was diese dunklen Mächte heraufbeschworen hat? Wer zog die Fäden im Hintergrund und stieß das Portal zum Bannort des Dämonen auf? Ragai, der Verdammte! Aber jetzt wird's dramatisch. Ragai? Ha, die Märchengestalt. Glaubt mir, Selagit. Hätten wir nur den geringsten Beweis für seine Existenz, so wären wir seiner längst habhaft geworden. Niemand naht das Imperium. Ihr seht mich überrascht, Lehensherr. Es scheint mir, als würdet ihr euren eigenen Chroniken misstrauen und unsere Geschichtsschreiber allesamt als Narren bezeichnen. Nee. Ihr mögt an meinen Worten zweifeln.
Aber Ragai existiert, er ist Teil dieser Welt. Sein Name steht für die ewige Intrige und den Untergang. Und seine Missetaten haben Tod und Vernichtung über alles Lebende gebracht. Und bevor ihr euer Urteil fällt, solltet ihr mir Gehör schenken. Denn das, was ich euch nun erzähle, ist nichts als die Wahrheit. Der alte weise Mann. Diese Kapuze, dieser Stoffumhang, der scheint mir irgendwie nicht richtig. Der scheint mir irgendwie zu dünn. Und die Struktur, diese Falte, was die aufrechterhält, will ich gar nicht wissen. Zu Beginn des ersten Zeitalters war das Antlitz der Welt ein anderes. Es war eine Epoche des Friedens und des Lebens. Elfen besiedelten den Planeten und unter dem Schutz ihrer Muttergöttin hatten sie weder Hunger noch Tod zu fürchten. Da, paradiesische Urzustände. All das, was für uns heute zur dunklen Seite der Existenz gehört, war unbekannt. Es war eine Welt der perfekten Harmonie und des immerwährenden Frühlings. Okay. Elfen umarmen sich, tanzen, Kinder spielen. Doch die Zeiten änderten sich, denn es gab eine kosmische Macht, die das sorglose Treiben mit großem Argwohn verfolgte. Ah, es regnet. Niemand wird je in der Lage sein, ihre Kälte und ihren Schrecken in Worte zu fassen. Doch sie ist so alt wie das Universum selbst. Diese Macht nennen wir sie nicht Leben. Nennen wir sie nicht Leben, in Anführungszeichen, oder was? Wurde auf unsere Welt aufmerksam und ihr missfiel, was sie sah. Denn nach den ewigen Gesetzen des Kosmos kann nur dort Leben sein, wo auch Tod ist. Oh, das ist ja eine große Spinne. Das ist ja hier Lovecraft-mäßig. Die Muttergöttin zürnt uns. Was geschieht nur mit uns? Seht, die Sonne ist erloschen. Und eine große Spinne setzt sich anscheinend davor. Und so schuf das Nichtleben eine dunkle Gottheit. Oh Gott, muss ich das jetzt aussprechen? Shikarat, den ewig Sterbenden. Oh, das ist nochmal ein interessantes Konzept. Ewig sterben. Das muss ein langer Tod sein. Als Gegensatz zur Unsterblichkeit der Elfen. So hielt der Tod Einzug in die Welt. Und damit endete das erste Zeitalter. Wow, die ganze Welt ist jetzt eine Glaskugel. Da ist dieser Gehörnte. Shikarat sollte fortan zur Geißel alles Lebenden werden. Der dazu verdammt war, ewig zu sterben. Wie funktioniert das eigentlich? Hasste die Elfen. Denn ihre Lebensfreude war ihm, der nur die Dunkelheit kannte, fremd. Und so beschloss er, sie alle zu vernichten. Okay. Klingt ein wenig frustriert, der Herr. Der ewig Sterbende vermochte es, die Energie, die er aus der Vielzahl seiner Tode bezog, für seine finsteren Zwecke zu nutzen. Energie aus der Vielzahl seiner Tode? Okay. Tode in dem Sinne, die Menschenleben, die er geraubt hat, oder seine eigenen, von seinem ständigen Sterben? Für seine Fristen und Zwecke zu nutzen. Zwei furchtbare Söhne erschuf er, denen er als Hülle für ihre nicht lebende Existenz die Elemente Feuer und Eis schenkte. Er sandte sie auf die Welt hinab und in ihrem Gefolge befanden sich Heerscharen dämonischer Helfershelfer. Es sollte der Beginn des Zeitalters großer Kriege sein. Also saugt er die jetzt mit seinen Augen auf oder speit er die mit seinen Augen aus? Beides sind irgendwie merkwürdige Konzepte. Also das scheint ja hier die Vorwärtsrichtung zu sein. Die sind hier am Brennen, aber nicht am Leiden. Die sind mehr so, ja, Stürmen. Also das sind die Erschaffenen. Die Energie, die aus dem... Ich glaube nicht, dass er hier Energie abzieht, weil die schweben ja hier auch in der Luft.
Im Norden schritt der gewaltige Eisdämon Cerebolos dann Hurrikon nun über die Welt und brachte seinen wehrlosen Opfern das Verderben. Einstmals blühendes Land wurde unter einer tödlichen Decke aus Eis und Schnee begraben. Wow. Seid kein Narr und flieht, sie werden euch töten. Selbst die Rahmen haben hier schon, sind vereist und haben schon Feuer gefangen hier. Er ist verbrannt und guckt trotzdem noch hier so links rüber. Und im Süden begann der schreckliche Kraktan sein Werk. Kreaturen finsterer Gesinnung bildeten sein Gefolge und sie begruben alles Land unter dem Feuer der Hölle. Wer nicht schnell genug floh, starb eines qualvollen Todes. Oh, das war's schon. Naja, okay. Dann kennen wir jetzt also die Ursprungsgeschichte der beiden bösen Lords hier. Die Söhne von dem nicht lebenden, ewig Sterbenden. Okay, und im nächsten Video machen wir dann mal weiter mit der nächsten Mission. Bis dahin. Ciao, ciao.